Hallo liebe Camper, ich befinde mich jetzt hier vor unserem neuen Maxia. Drinnen sitzen unsere Geschäftsführer Bernd Löhr und Holger Schulz und warten darauf, dass wir denen jetzt ein paar Fragen über den Maxia stellen. Dann kommt mal mit. Hi Holger, hallo Löhr. Moin. Wie war denn euer erster Eindruck hier so, als ihr hier reingekommen seid auf der Messe? Der erste Eindruck ist, das Raumgefühl, was wir vom Design erreichen wollten, was wir im ersten Step nur auf den Renderings gesehen haben, ist 1:1 umgesetzt worden. Von daher ist das schon eine große Befriedigung zu sehen, was die Designer zusammen mit unseren Konstrukteuren hier auf die Räder gestellt haben. Ja, und das ist ja ein ganz neues Design, da steckt ja auch eine Strategie dahinter, ne? Ja, eine der Strategien ist, dass wir das Produktportfolio viel schärfer voneinander abgrenzen. Und mit dem Maxia geben wir zum ersten Mal eine neue Designsprache ein, die aber trotzdem die Hobby-DNA mit einbindet, so dass wir den Maxia speziell auf die skandinavischen Märkte ausgerichtet haben, um dort auch mit den richtigen Produkten die Marktanteile weiter halten zu können. Ja, ich finde die Anthrazitflächen, die hellen Klappen, das Holz, die Holzstruktur ist wirklich hügelig. Aber man sieht noch so besondere Merkmale, die mir aufgefallen sind, zum Beispiel die ganzen Rundungen, die sich so durchs Produkt ziehen. Was verbirgt sich dahinter? Auch das ist ein Teil des Designkonzeptes, dass wir immer mit den gleichen Radien arbeiten, um das, was Sie richtigerweise sagen, dieses hügelige Gefühl, wie erreicht man das? Es interessiert den Kunden nicht, ist der Radius 30, 40 oder 50, sondern es muss stimmig sein von den Formen. Um das zu erreichen, arbeiten wir mit einheitlichen Radien, ob das in den Oberschränken ist oder ob das in den Seitenwänden der Schränke ist oder auch im Bugbereich, so dass es ein in sich stimmiges Design ist. Das ist der Hintergrund für diese Formen und dass wir dann versuchen, so ein bisschen die Gradlinigkeit mit einer leichten organischen Form zu verbinden. Ja, echt klasse. Ja, ich weiß ja, dass der sehr beliebt ist. Die Schlangen vor dem Maxia sind lang. Holger und die Kunden fragen natürlich, wann kann ich meinen Wagen haben, den ich hier auch schon eventuell gekauft habe. Wie schaut es aus? Ich bin total begeistert. Gerade aus Sicht des Vertriebes und des Marketings ist natürlich so ein schönes Fahrzeug und so ein schönes Produkt, so ein schönes Portfolio, was wir insgesamt haben, natürlich traumhaft. Das ist der Wahnsinn. Wir haben ja wirklich was Außergewöhnliches geschaffen. Gerade was wir gesagt haben, diese stimmige Design, dieses moderne Design, das kommt unheimlich gut bei unseren Kunden an. Er ist ab sofort bestellbar. Er wird hier natürlich auf der Messe auch schon verkauft. Wir sitzen hier noch in einem sogenannten Prototyp. Ja, ab Frühjahr nächsten Jahres werden wir sukzessive dann mit der Auslieferung an unsere Handelspartner nach Europa starten. Klasse. Ja, wir schauen uns den nochmal im Detail an. Hinter Herr Löhr ist ein riesengroßes Panorama-Bugfenster, eine riesengroße Küche. Gibt es dazu noch irgendwelche interessanten Informationen für unsere Kunden? Ja, die Idee, das ist das, was ich am Anfang sagte. Wir wollten eine Einzimmerwohnung schaffen und der erste Eindruck ist, wenn ich durch die Tür reinkomme, ich habe ein unheimlich gutes Raumgefühl. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, die Küche im Bug einzusetzen mit dem großen Panoramafenster, was uns diese Freiheit gibt, wenn ich reinschaue. Und wir haben auch bewusst dieses Loft-Element eingebaut, so dass ich freie Blickachsen bekomme in diesem Fahrzeug. Ja. Weil es ist wie alles im Leben, der erste Eindruck entscheidet. Klasse, vielen Dank. Und ihr bekommt alle Infos auf unserer Website oder hier auf dem Caravan Salon Düsseldorf. Bis bald vielleicht.